Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Ja, wir sind in der Lehmbrennerei, denn ich bin gerade beim Einkaufen, da habt ihr mich erwischt, sozusagen. Wir brauchen unbedingt Lehmstein. Ich habe noch ein bisschen Holz in der Tasche, das war mir gar nicht aufgefallen. Weißer Lehmstein, grauer Lehmstein, davon brauchen wir welchen. Davon nehmen wir jetzt einmal straff mit, aber nicht mehr, als ich bezahlen kann. Na, so. So kann es noch passen. So, und dann füllen wir das noch auf. So, dankeschön. Und hier der dunkelgraue. Ah, das ist grauer und das ist hellgrauer, genau. Aber grauer ist gar nicht mehr viel da. Haben wir denn noch normalen Lehmstein? Ich glaube, unten. Ah, na gut, dann müssen wir noch ein bisschen nachfärben. Ich glaube auch, ich weiß, wie man den grauen färbt. Das ist hier Ton, den brauchen wir nicht. Wir brauchen Lehm. Ah, Lehm, 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 Lehm. Lehm. 5 gebrannte Ton. Okay. Da haben wir noch ein bisschen von. Was haben wir hier noch? Gebrannten Ton? Ah ja. Gebrannter Ton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Füllen wir einfach mal alles auf. Denn, der Ismael Rotterdam ist ja mein neuer Ressourcen- und Finanzbeauftragter. So wurde er ernannt von mir persönlich, um mich da ein bisschen selbst zu entlasten. Und der hat aber auch gleich ein Veto eingelegt, was den Bau der Mumienruhe angeht. Er hat gesagt, ja gut, wenn ich jetzt Finanz- und Ressourcenberater bin, dann muss ich aber gleich mal einen Protest anlegen, eine Protestnote, was hier den oberen Bau angeht. Denn wenn wir alles aus dem hier Lehmziegeln machen, dann haben wir bald keinen Ton mehr. Und dann sind wir tonlos und tonlos wollte er mich ja bestimmt nicht sehen, ne? Und deshalb habe ich das alles nochmal geändert hier oben und es sieht jetzt so aus. Ein bisschen heller hier unten mit so einem Übergang, hatte ich mir überlegt. Und dafür brauchen wir, dafür brauchen wir grauen Lehm. Da sind schon ein paar graue Lehmtiere, auch Tintenfische genannt. Wir haben ja unser Plünderungsschwert dabei. Da sind auch noch ein paar graue Lehmtiere. Mal sehen, ob die irgendwo im Flachgebirge irgendwo auch sind. Flachunterwassergebirge natürlich. Hinten vielleicht irgendwo. Aber wir können ja erstmal die beiden schlachten, die da drin sind. Weil hier sind gerade keine Tintenfische unterwegs. Und dann können wir noch mal ein bisschen was nachproduzieren einfach. Ja, machen wir das einfach, würde ich sagen. Wir haben jetzt aber alle unsere Inventarplätze belegt. Hier haben wir zwei Tintenfische. Die werden wir uns gleich mal schnappen. Und vielleicht spawnen da ja immer welche nach. Vielleicht haben die ja schon Eier gelegt. Ja, die Bürgermeisterschaftswahl. Da gab es gestern ja ein Rätsel. Und das hat der Cedric Elsius in so kurzer Zeit gelöst. Das hätte ich niemals gedacht. Eigentlich sollte es 5 Hinweise geben auf das kleine Dorf, was da gesucht wurde. Aber er hat das innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Stunden hat das gelöst. Es war der Ort Salem tatsächlich, der da gesucht wurde. Ich hole mal kurz die Tintenfische. Und einige sind natürlich erst später dann dazu gekommen, das Video zu gucken. Für die war es dann halt ein bisschen blöd. Und ich gratuliere natürlich dem Cedric, also ganz ausgezeichnet, detektivische Fähigkeiten. Er hat geschrieben, er hat das auf Google gesucht, das glaube ich ihm auch, weil er ist ein akribischer Rätselfuchs. Und er hat das auf Google gesucht, einfach alle Seen abgeklappert in Deutschland und dann irgendwann den gefunden, der genauso aussieht wie der auf dem Bild. Und dann den Ort natürlich sofort erkannt, Salem war es. Ich hatte dann noch den Hinweis auf die Kurzgeschichte von Stephen King, die da heißt, brennen muss Salem und noch das Wappen von Salem und ähnliche Sachen. Aber, hier geht's aber tief runter. Oh wei, jetzt müssen wir hoch. Der Cedric hat's gelöst. Ganz großer Pluspunkt für dich in der Bürgermeisterschaftswahl. Denn alle wissen nun, wie akribisch du bist, wenn du etwas angehst. Dann hängst du dich auch wirklich rein. Das haben natürlich noch andere auch noch rausgekriegt. Und ich glaube auch nicht, dass er das dann später abgeschrieben hat. Und guck mal, wer der ist. Ein Creeper. Aber für alle, die dann zu spät das gesehen haben, einfach oder später angefangen haben zu rätseln, dem möchte ich natürlich auch wieder eine neue Chance geben und eine kleine andere Aufgabe stellen. Diesmal kein Rätsel. Da ist er. Da ist er. In den Hintern. Und das war's. Die muss man wegpflücken, weil sonst können die einen nochmal ziemlich bedrohlich werden. Ja, schreibt mal, wie euch das gefällt hier mit den anderen, etwas anderen Stil. In die obere Etage gucken wir gleich auch noch. Eine neue Aufgabe braucht der Mensch. Ich hatte mir eben ganz kurz, fristig, nachdem ich den Kommentar von dem
Fassgard Stahlaxt gelesen habe, hatte ich mir überlegt, man könnte eventuell da was machen. Wir können immer was machen, ne? Müssen nur Ideen haben. Und Ideen gehen und sollten uns nicht ausgehen. So, zack. Und zwar, machen wir mal so. Passt mal auf, was kommt denn dabei raus? Ich glaube, 4 Schilder sollten dabei rauskommen. 3 Schilder, okay. Okay, dann ist es so. 3 Schilder. Dann nehmen wir jetzt einfach hier mal, das Zeug. Ihr sollt eure, philosophischen Fähigkeiten in, oder eure Dichtkunst unter Beweis stellen. Und zwar hätte ich ganz gerne von euch ein Gedicht über Exee. Das geht auch nur morgen. Also, das könnt ihr nur morgen einsenden. Ein Gedicht über Exee. Ich kann es ja mal draufschreiben. Aber das mit den Schildern mache ich jetzt nur, um euch zu zeigen. In 3 Versen. Und jeder einzelne Vers muss auf ein Schild passen. 3 Versengedichte. Ein 3 Versengedicht über Exee und jeder einzelne Vers muss auf dieses Schild passen. Und ja, mal sehen, ob ich die dann vortrage oder ob die Leute die einfach in den Kommentaren lesen können. Es ist einfach so eine kleine Aufgabe, um euch zu beschäftigen, euch Kandidaten, euch Wahlkandidaten dafür, dass der Cedric das jetzt so schnell gelöst hat. Schreibt mir ein Gedicht in 3 Versen über den Ort Exee. Kann auch über eure Bürgermeisterschaft in Exee handeln. Ich bin sehr gespannt. Ihr wisst ja, ich liebe Gedichte und ich liebe gute Gedichte. Und wenn ihr da was hinkriegt, hier auf 3 Schilder passt, ein kurzes Gedicht, da würde ich mich doch sehr, sehr rüber freuen. Und vielleicht stellen wir die Gedichte dann im Garten der Künste aus, dass wir so einen extra kleinen Bereich machen, mit so vielen, da oben dann immer der Name hin von dem Dichter und darunter dann die 3 Verse zum Ort Exee. Dann könnt ihr euch auch damit verewigen. Aber ganz wichtig, es muss auf die 3 Schilder draufpassen, also probiert das lieber in Minecraft nochmal aus, ob es auch wirklich draufpasst. In der Version 1.8 passt ja da ein bisschen mehr drauf und reimen sollte sich das Ganze natürlich, ne? Das wäre ganz nett. Bin ich mal gespannt, was da kommt von euch, wie kreativ ihr da seid, wenn es darum geht, Gedichte zu verfassen. Okay, wir sind hier unterwegs, immer noch in der Mumienruhe. Habt ihr gesehen, wie das jetzt oben aussieht? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier den Eingangsbereich. Dafür brauchen wir, wir haben ja erstmal Tintenfischringe geholt, wollte ich schon sagen. Tintensäcke geholt. Tintensäcke. Da machen wir jetzt erstmal graue Farbe raus. Ich habe hier irgendwo, glaube ich, Knochen. Weil hier sind unglaublich viele, Skelette gespawnt, die mir hier eingeheizt haben. Und ich glaube, der graue Farbstoff geht so. Genau, grauer Farbstoff. Zack. 22 Stück. Wir brauchen also noch mehr Tintensäcke. Und jetzt nehmen wir hier mal, wo haben wir sie? Hier unseren normalen Lehm. Und auch hier vergesse ich immer, war das in die Mitte und dann so? Nee, ich glaube, es war in die Mitte. Und dann außenrum einfach Lehm, ja. 8 haben wir jetzt davon. Oh, da können wir noch einiges von machen. Sehr gut. Wie viel kam jetzt dabei raus? Ich guck gleich nochmal. Machen wir uns noch ein bisschen grauen Lehm hier. Ich glaube, das sollte aber reichen. So. Wie viel kommt dabei raus? 8 Stück tatsächlich nur. Ui, teuer. Also gefärbter Lehm direkt herstellen aus normalem Lehm ist teuer. Bin mir aber nicht sicher, ob es dunkelgrauen Lehm im Lehmbiom gibt. Es würde mich nicht wundern. Aber ich verdrehe da immer die Farben so ein bisschen. So, 8. Ja, okay. Jetzt haben wir sie aufgebraucht. Gut. Die Tintensäcke, ne? Die ollen Tintensäcke. Achso, hier ist Holz und Sand. Warum auch Sand immer? Aber wir haben jetzt erstmal ein bisschen hier 3 Stacks fast von diesem Schwarz. Das sollte sogar reichen schon. Da können wir dann schon mal hochgehen. Wir brauchen jetzt aber auch noch hier Lehm, Ziegel, Stein. Oder müssen wir uns auch bald welchen von nachmachen. Immer diese Nachmacherei. So, okay, der Eingangsbereich von der Mumienruhe, der Seniorenresidenz für den gesetzten Hundsgraber. Da ziehen wir hier, glaube ich, erstmal durch. So gerade. Und hier müsst ihr dann auch wahrscheinlich das Ganze so ein bisschen so kommen. Machen wir das noch einen höher? Nee, ne? Weil wir müssten ja hier eigentlich dann eine Tür reinmachen. Okay, da gucken wir gleich nochmal, ob wir da irgendwas Schönes reinmachen. So ein Kreuzfenster oder sowas. Müssen wir mal schauen. Ja, die Türen sind ja immer nur 2 hoch. Das ist leider so. Kann das zwar mal noch so ein bisschen kaschieren. Wir werden das auch versuchen.
So, zack, und jetzt wird es gerade dunkel. Gut, ich habe mir hier auch nochmal ein Bett hingestellt. Wegen der Rennerei. Hier kommt es aber auf jeden Fall raus. Ach so. Ja, haben wir gleich. Gute Nacht. Im Anschluss an diese Folge wird dann, ähnlich wie gestern, nur nicht in der extra Sendung, wird es dann nochmal dazu kommen, dass ich nochmal eine kurze Vorstellung mache von einem Wahlvideo, was eingesendet wurde. Und diesmal ist die gute Oma Luise dran. Ich glaube, die hat mir nämlich als zweite ihr Video zugesandt. Ich überlege gerade, das sieht ja schon ein bisschen karg aus hier, ne? Sieht ja schon ein bisschen karg aus, wenn wir das jetzt so machen, dass wir hier jetzt so einen Balken reinsetzen. So. Ich habe, glaube ich, eine Idee schon. Fast. Ich habe fast eine Idee. Denn wenn wir jetzt sagen, täten, wir machen jetzt hier, weil das zwei breit ist, ist immer ein bisschen schlecht. Wir könnten das aber so machen. So und so und so. Und so eventuell. Hups, komme ich da ran? Die will ich nicht verlieren, ja. Das ist schon gar nicht schlecht. Der Eingang ist ja auch eine ganz wichtige Sache bei so einer Geschichte, weil irgendwann kommen ja die älteren Damen und Herren hierher. Und sollen dann hier untergebracht werden. Guck mal, jetzt nehmen wir hier genau das Kram mal. Und machen das nämlich hier hin. So, zack und zack. Und jo und jo. Ja. Da könnte dann eventuell noch ein Fenster rein. Ein Fenster rein. Ja, Fenster haben wir noch da. Fenster haben wir noch da. Hier, Scheiben. Damit auch hier die, gleich das Helle gezeigt wird. Helle, helle. Auf die Schnelle etwas helle. Und da oben können wir dann auch sogar noch ein bisschen was unterbringen. Wartet mal. So, das sieht doch schon ganz nett aus. Und da oben könnten wir das noch zu zwei Ecken machen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Frauen haben lange Beine. Ja, Frauen. Ganz großes Thema bei dieser Wahl auf einmal. Ich weiß nicht, habe ich damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne ein bisschen höhere Frauenbeteiligung bei der Wahl. Und auf einmal sind alle hier ganz wild drauf, dass eventuell eine Frau tatsächlich auf den Server, also in unsere Welt kommt. Wir sind ja hier ein reiner Männerverein. Und ja, mich würde es natürlich auch freuen. Ach so. Oder weiß? Nee, komm, mach mal dunkel. Wir müssen ein bisschen den Stil beibehalten. So, machen wir hier noch so zwei Ecken hin, um so einen kleinen Übergang zu schaffen. Das habe ich ja da oben auch versucht, dadurch, dass ich die eine Kante nochmal so abgesetzt habe. Ja, doch, das geht. Das kann man machen. Das kann man machen als Eingang. So, dann haben wir hier unser Eingangsbereich. Ja, doch. Dadurch haben wir hier nämlich so einen schönen Bogen, wisst ihr? Haha. Haha, sagte der Mann. Ich frage mich nur gerade, oh, Hüftleiden. Ich frage mich nur gerade, ob wir das hier unten, das nicht ein bisschen zu viel ist sogar. Ne, ist okay. Man muss aber mit was zufrieden sein. So, jetzt machen wir hier noch das Fenster rein. Hier kommt natürlich kein so ein Bereich hin, sondern ein Fenster. Ich schau gerade mal, passt das hier? Ja, es passt. Es passt, es passt, es passt. Und da eins zurückgesetzt. Passt hundertprozentig. Hier kommt jetzt ja auch so ein Fensterbereich hin. Fensterlen, auch genannt. Müssen wir uns hier nochmal kurz angucken. Also es wird so aussehen, dass wir jetzt bis hier gehen wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, es sind 4. Manchmal bringt einen das mit dieser Optik von den Säulen, ganz, von den Fenstern ganz durcheinander, weil diese komisch connecten. Also 1, 2, 3, 4, das gleiche machen wir hier, ouch, 1, 2, warte, legen wir gleich nochmal Stein nach, da haben wir das nämlich auch. Wir können das hier auch gleich hochbauen. Ist ja eigentlich total sinnig, oder? Wenn wir das hier jetzt gleich alles so ein bisschen anpassen. So. Ja. Okay, der Grundriss steht aber, ich habe den hier schon mal ein bisschen aufgezeichnet. Ihr seht also, die Mumienruhe wird eigentlich ein recht eckiges Gebäude werden, weil, zeige ich euch auch gleich nochmal, wenn wir den hinteren Bereich jetzt noch sehr viel weiter rausziehen, wird das ein gigantisches, riesiges Moloch-Bauwerk. Und das will ich natürlich auch nicht. Es soll nicht größer werden als alles, was wir bisher erschaffen haben. Das wäre totaler Quatsch. Die alten Leute sollen es schon gut haben, aber sie sollen ja nicht durchdrehen, ne? Sollen ja nicht denken, sie leben hier im größten Palast von Hundsgrab.
Aber sollen schon gut haben. Also das ist mir auch wichtig, dass die älteren Damen und Herren hier einen schönen Ort zum Leben finden. Das hatte ich ja schon gesagt, glaube ich, ne? Sagte der Mann. Genau, hier noch einer drauf. Zack. Dann passt das auch. Und hier dann auch noch überall einer drauf. Und dann müssen wir mal gucken, wie hoch wir hier müssen. Wir müssen noch ein ganzes Stück höher sogar. Denn hier muss ja dann im Grunde noch... Hier kommt ja dann wieder ein Stein. Das kommt ja gerade oben durch, ne? Passt mal auf. Das kommt ja hier sogar. Eins, zwei. Das war falsch. Denn hier kommt noch einer unter. So. Und das kommt oben gerade durchgezogen. Hier können wir aber gleich wieder hochgehen. Ja, es ist halt immer ein bisschen schwerer, im normalen Modus hier zu bauen und nicht im Kreativmodus, wie manche das ja machen. Da muss man sich immer noch dreifach Gedanken machen. Man kann ja nicht einfach mal sagen, ah, machen wir so und dann, ach nee, ändern wir, kloppen wir wieder weg. Sondern man muss immer schon mal genau gucken, wie soll das Ganze werden. So, okay, haben wir nämlich hier so einen großen Bereich. Haben wir jetzt Käse gebaut? Nee. Müssen wir von unten gucken. Großen Bereich. Hier mit den großen Fenstern. Das wird ja auch ganz durchgezogen dann so bleiben, höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube, da haben wir irgendwo Käse gebaut. Müssen wir mal schauen, gleich von unten. Eben rede ich da noch von und jetzt auf einmal, ne? Zack. So, okay, Freunde. Die 1000 rückt immer näher. Wir sind jetzt schon bei der 71. Und die 1000 ist schon sehr, sehr nah. Aber wir sind ja auch genau an dem, am Bauen, am Tun, was später... Ah, das wird wehtun. Oh, brennen mir richtig die Füße. ja, es ist richtig, aber auch irgendwo verkehrt. Denn da müssen wir schon ganz hochziehen. Müssen wir doch nochmal von außen hier uns mit dem Dreckfahrstuhl hochbauen. Da bleibt uns nichts anderes übrig, da können wir nichts anderes machen. Als den Dreckfahrstuhl zu bemühen. So, hepp. Ja, mein Wochenende ist leider schon wieder um. Es war, was hier den Kanal angeht, relativ ereignislos. Gab keinen Livestream und so. Aber glaubt mir, meine Freunde, ich bin momentan echt da so in Gang mit den ganzen Geschichten hier. Mumienruhe und, also nicht Mumienruhe, sondern die Insel war ja noch, ist dann zu Ende aufgenommen worden. Und dieser ganze Schickimicki, das war doch ganz schön viel. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es dann doch so viel wird. Und irgendwie habe ich hier mich verbaut. Ich habe mich vertan, verbaut, versaut. Nee, ist alles richtig. Ist alles richtig. Aber wir müssen hier unten jetzt natürlich noch die Dinger untermachen. Ja, hab mich da ein bisschen überfordert auch wieder in letzter Zeit. Aber das wird jetzt gar nicht zu vermeiden sein. Jetzt während der Wahlen und während der nahenden 1000. Daran mache ich mir auch gar keine Illusion. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Denn ich weiß, dass wenn wir da durch sind durch diese Action... dass dann wieder eine ruhigere Zeit anbricht. Da freue ich mich auch schon, ehrlich gesagt, ein ganz kleines bisschen drauf, auf die ruhigere Zeit, die dann folgt. Ja. Und auf die Zeit dann nach der 1000. Denn dann können wir hier wieder voll konzentriert weiterbauen und wieder ganz andere Sachen angehen. Ist ja auch schön, ne? Hier kommen natürlich wieder Fenster da noch rein. Und hier geht es dann genauso weiter und weiter und weiter. Hier kommt überall Fußboden rein. Ich wollte euch noch was zeigen. Hier hinten ist ja sozusagen der Berg dann zu Ende. Und ich möchte, da die alten Herren und Damen ja vorne keine Balkone gekriegt haben, wie ihr es vielleicht mitgekriegt habt, möchte ich hier hinten eine große Terrasse hinbauen oder sowas ähnliches, wo dann die im Sommer sitzen können und hier einfach die Ruhe des Waldes und den Sommer genießen können. Ne? Und den hier hinten können wir vielleicht auch noch eine Terrasse hinmachen. Hier so. Auf diesen kleinen Berg. Soll ich hier auch noch so eine Terrasse hinmachen? Könnt ihr hier zum Beispiel eine Tür rausführen? Das wäre doch eigentlich auch sehr cool. Wartet mal. Ich muss mal was essen. Das ist doch hier ein idealer Berg, um hier so eine Meerterrasse hinzumachen, oder? Ach, neue Idee. Neue Idee muss sofort umgesetzt werden, sonst gerät sie in Vergessenheit. Ganz wichtig. Hier unser Welkenfresser. Unsere Schaufel, die ist auch schon wieder recht abgekämpft. Genau wie der Bürgermeister von Hundstab, das könnt ihr mir glauben. Aber es soll ja alles schick werden. Und dann könnt ihr doch hier wäre doch der ideale Platz für so eine Dachterrasse. Ich hau das hier mal weg. Zack, zack, zack.
So, wenn wir nämlich dann hier eine Tür reinmachen, täten. Ist da noch einen weg? Der Baum, ja. Oh, das ist ein großer. Das könnte etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, diesen Baum zu fällen. Ja, dann ist es halt so. Und dann bauen wir hier zusammen eine Dachterrasse hin. Total cool. Also so eine Meerterrasse. Dann haben sie hinten eine zum Wald, vorne eine zum Meer hinaus. Ich hätte natürlich jetzt eigentlich auf den Baum draufklettern müssen, aber ich glaube, der fängt schon an, so langsam vor sich hin zu despawnen. Tut er. Tut er. Und dann könnten wir doch hier, wenn hier die Oberfläche ist, könnten wir hier eine Tür reinmachen zur Dachterrasse raus. Passt mal auf. Hier direkt, ne? Ja gut, hier müsste jetzt natürlich ein kleiner Weg noch rüber. Es muss alles auf eine Ebene kommen, deshalb muss hier dieses ganze Kram auch noch weg. Haben wir noch genug Platz im Inventar? Ja, haben wir. Reißen wir das alles hier noch weg. Dann kommt hier eine richtig schöne, große Dachterrasse hin. Ups. Was mache ich denn hier? Was macht er denn da? Und es wird schon wieder dunkel. Auf diese Höhe. Und guck mal, der Ausblick. Hä? Aufs Meer und alles. Unverbaubar. Unbezahlbar. Ups. Schnell ins Bett. Ja, meine lieben Freunde, das war schon wieder für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Hier mit dem Bau der Mumienruhe. Hui, ist noch verdammt viel Arbeit. Verdammt viel Ressourcen. Die ja gefressen werden, nicht von mir, sondern von anderen. Und jetzt kommt noch das Video von der Oma Luise, das Wahlvideo. Und ich wünsche euch viel Spaß und bis zur nächsten Qual. Bis zum nächsten Mal. Spielt tapfer weiter Minecraft. Auf Wiedersehen. Hallo, meine lieben Freunde auf YouTube. Ich bin Oma Luise und möchte Bürgermeisterin des Ortes Exe werden. Ich bin kompetent, umsichtig und fürsorglich. Und das zeige ich dir hier. Um seinen Ort lege ich sofort einen Zaun an. Dieser Zaun schützt vor den Schergen der Nacht. Dann kommen Tore und in diesem Fall eben auch ein Acker hinzu. Dieser Acker wird von den Bewohnern sehr schnell angenommen und das Korn eingefahren. Es entstehen Wege zu den Toren. Und da vorn siehst du einen großen Platz, auf dem das Lagerhaus entsteht. Das sind die Grundmauern, auf der eine Kuh tanzt. Zwei Eingänge, einen von vorn und einen von der Seite, zeichnet dieses Lagerhaus aus. Auch werden die Kisten nicht an der Seite stehen, sondern mehr in der Mitte und mit Rahmen und Bildern versehen sein, sodass du genau weißt, in welcher Kiste was zu finden ist. Mein mittelalterlicher Stil knüpft sich an die badische Tradition an. Die Tenne oben muss sehr luftig sein, da haben wir früher Tabak darin getrocknet, heute ist es Getreide bzw. Kürbisse. Und was sonst alles trocknen erfährt. Erdgeschoss sind Baumaterialien und die Waffen. Das ist die Toilette. Das ist der erste Stock für alles Mögliche. Und hier oben die Lebensmittel. So, nun weißt du, wie ich an so eine Sache herangehe. Und ich bitte um deine Stimme. Freibier für alle!